Willkommen zum nächsten Livestream. Livestream rund um die Uhr, jeden Tag. Jede Minute. Nee. Wir haben erstmal Frühstück gemacht, Dachneigung abgenommen, Böden. Ich habe da alle Beete Dachneigung abgenommen, habe gleich mal gemessen, was da in der 30 Grad, andere 35 Grad. Setzen jetzt Fuß an, machen erst noch die Gebindesteigung, ermitteln. Und ja, dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Ralf baut beide Schneefang ein. Und gucken wir mal. Da schauen wir mal. Da schauen wir mal, guck. Da gucken wir mal, schau. Kaffee getrunken, schön. Frühstück gemacht, schön. Alles schön. Nicht meine Sorgen. Naja, Kreide, Stift. So, das ist die Dachneigung vom. Von dem Dach hier. Und das ist die Dachneigung vom Walm. Irgendwo wird es ein bisschen steiler. Also am Knick. Aber der Knick ist ab der Mitte beginnt der erst. Machen wir 30 schon. Kreisbogen. Jetzt müssen wir erstmal eine lotrechte Linie, also im rechten Winkel zur Traufe. Das schätzt man natürlich jetzt ein bisschen ab. Winkelmesser nehme ich jetzt nicht zur Hand. So. Jetzt nehmen wir die Schlagschnur und ziehen einen Kreisbogen. Jetzt mache ich mal die Schlagschnur, mein Rally Rall aus Riesa, die jetzt am Wochenende ihre Elektrizität kriegen. Endlich Strom. Strom in Riesa. Strom aus der Leitung in Riesa. Vorbei mit Kerzen. So, ziehen wir einfach, ich ziehe jetzt einfach ein paar Schalen Kreis hier. Das Maß ist scheißegal. Wichtig ist, dass man schön Kreisbogen zieht. Ich habe das ja nicht 100 Mal gemacht mit den Ermitteln der Gebindesteigung. Aber ich mache es immer wieder gerne. Manche gucken ins Buch, manche gucken in der App von Radcheck. 37er Kreisbogen haben wir. Jetzt ziehen wir drüben noch einen lotrechten oder einen Strich parallel zur Traufe. Nur die Schlacht, da sieht man, dass die Folie gerade ist. Ja? Ach ne, meine Striche sind gerade. So. Dann ziehen wir einen Strich im rechten Winkel, parallel zur Traufe, das hier. Und dann haben wir unsere Gebindesteigung, die ist so. Ziemlich steil, ist ja logisch. So, nicht so flach das Dach. Jetzt müssen wir bloß mal eins überlegen. Aha, ja, da müssen wir auch dran denken. Na, werden wir sehen. Gehen wir schon hin. Das ist genauso wie im Erzgebirge, das der Anbau, das ist genauso. Dieselbe Neigung. Ja, müssen wir sehen. Auf jeden Fall sollte man sich vorher mal ein bisschen eine Rübe machen und nicht einfach losdecken. Hier war jetzt der Binder. Den können wir gleich so setzen, dass er mal auf der Schneefangstütze ist. Ja, cool, wenn es immer aufgehen würde. Kann man schon machen. Wesen sein, my love. Hier auch sind unsere Hauten. Mal gucken, ob die reichen. Jetzt muss ich den Fuß noch ein bisschen nach unten ziehen. Na, wird knapp. Ich komme jetzt hier ungefähr so raus. Ich muss ja dann noch hier hinten überdecken. Also muss ich die noch ein paar Zentimeter nach unten verschieben, parallel. Können wir aber gleich so machen mit Messen. Gehen wir hier 5 runter. Sicherheit geht alle an. Darum denk auch du daran, dass Sicherheit uns alle angeht. 5 runter.
Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Das ist meine Welt. Schnüren. Schnüren war schon immer meine Stärke. Ich war ja jahrelang auf der Schnürschule. Gewesen sein. 22. Dann haben wir so ein zweites, kann man auch zu zweit schnüren. Ich bin aber jetzt gerade alleine. Der Ralf hat keine Lust. Ralf, das ist nicht in Ordnung, dass du mir nicht mal ein bisschen hilfst hier. Ja, was soll ich machen? Musst du mal sagen, was ich machen soll. Mir kommt ziemlich gleich an der Stütze raus, das ist gut. Hier, kurz vor der Stütze, kurz vor der Stütze, mal selbst sie bleibt. Das wäre schön. Das wäre gut, wa? Das wäre gut, wa? Da haben wir nämlich den Binder immer genau auf der Stütze sitzen. Binder, Fußstein, Binder. Das wären auch kleine Fußsteine. Ach, nein, wir haben kleine Haken, das geht schon. Ja, umso steiler die Gebinde sind, umso beschissener ist es. Aber das kann man nicht ändern. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch, Mirko. Da kannst du nicht, da brauchst du nicht jammern, da brauchst du nicht schimpfen. Halt ihn, wir kommen genau hier. Ich tue eigentlich die Gebinde dann also hinten, fange ich dann an, die langsam konig zu machen. Also ich gebe dann hinten weniger Überdeckung vor dem Meer. Und dann kommt das rum, da brauche ich nämlich am First oben nicht ausspitzen. Da laufen dann oben gerade rein lang. Nee, ist aber ein Spaß. Das klingt gut, wenn ich es erzähle. Jetzt müssen wir erstmal einen Plan machen. Erstmal gucken, wo wir hinkommen. Das wäre jetzt, ich sag mal, um so ein bisschen weghauen. So. Nimm den Schiefer. Müssen wir ziemlich. Wir können so anfangen. So. Ich kann es jetzt klein machen. Fußstein ab hier. Fußstein ab hier. So, da kommt da hier schon wieder der nächste Binder. Nein gesagt. Ich breite mal vor. Schauen wir mal. So, schauen wir mal, guck. Lass mal einen Plan machen. Muss ja ein schönes Bild ergeben. Wenn der Nachbar, der Baujahr hier im Garten steht und dann sagt er, Mensch, guck mal an hier, wie das aussieht. Dann sage ich, ja, das sieht doch gut aus. Ja, nicht gleich gut. Hätten wir lieber den billigen hier Universalschiefer genommen, da wäre es viel schöner gewesen. Da sage ich dann, sag, nee, das machen wir nicht. Wir fangen mal höher an. Wir müssen ein bisschen die Dinger auskosten. Das wäre so, ich will erstmal gucken, ich will erstmal einen Plan machen. Fußstein für Hochkant, dann nehmen wir kleine Rauten. Das ist eine große. Wenn der Schiefer liegen bleibt, hey, so wie jetzt gerade, dann ermittelt Andrea Radisch aus Pulsnitzka, ermittelt da schon die Dachneigung. Hat er nämlich drauf. Da sieht er anhand, wie der Schiefer liegt, weiß die Pfeife, wie die Dachneigung ist. Da sieht er nicht, dass der Schiefer jetzt hier unter der Schneefangschütze liegt. So. Hier habe ich jetzt eine Höhe von. Halt mich fest. Ein paar Stunden nicht so anfangen. Also nehmen wir, können wir noch ein bisschen kleiner machen den Fuß. Ich mache mal noch eine kleine. Ich mache mal noch einen Binder fertig. Einfach mal um zu kontrollieren. Wie die nächste. Das muss ja mit der Seitenüberdeckung hinhauen. Mein Fuß.
Darum lege ich mir das vorher erstmal noch mal grob aus. Das muss man nämlich mal gucken. Was haben wir denn von der. Gut, am Fuß haben wir ja ein bisschen mehr überdeckt. Du kannst ja fast 20 stecken oder was? Ziemlich breit, die Geräte. Wir haben jetzt hier. Sehen wir, wo wir hinkommen. Jetzt sind wir hier. Ein Stück her. Zu weit. Also wäre jetzt auf jeden Fall erstmal der Werdegang. Halb, 9,5, also es geht sackt ab, dann werden wir dann mal irgendwo springen müssen. Da sind so groß und ganzen einen Fußstein rein, kann man so eigentlich starten. Genau. Dann haben wir immer zwei Decksteine. Narling, hast du dich heute wieder schön gemacht. Und jetzt alle! Darling! So, jetzt machen wir hier vorne einen Ansatz. Schönen großen Ansatz. Der Ansatz muss immer groß sein. Bei mir. Den lassen wir mal drin. Schöne Rauten. Hä? Ja? Ach, Alf, du hast gut. Die Leute sehen sich gar nicht, ich muss den Kopf so hoch machen. Ja, so, jetzt sehen sie dich. Jetzt sehen sie dich, die Leute. Weil die Kamera so weit nach unten zeigt, weißt du? Was machst du extra so? Dass du nicht immer drauf bist. Nicht, dass du sagst, ja, ich bin immer drauf hier, das geht mir auf den Sack. Das muss nicht sein. Oh, das verbogen. Darling! Das ist heute wieder schön gemacht, den nehmen wir nicht. Geht. Das ist eine Gurke. Genau, falsch umgebogen. Naja, wir schauen mal gucken. Wir schauen mal, wo wir hinkommen. Hier noch Info hochkant rein. Der sollte dort oben rauslaufen. Genau. Gehen wir bis hierher. Genau, zwei Info hochkant. Den hier. Also fahren wir jetzt hier vorne noch einen kleinen. Machen wir uns gleich auf die Gurke hier. Darling, es ist heute wieder schön gemacht. Müssen wir vorne einen kleinen Stich setzen und den festkriegen. Oder fangt gleich so an. Ja. Ne, hier muss ein Stich drunter. Hier muss ein kleiner Stich drunter. Das Ohr ist mit, das Ohr ist immer mit dabei. Hier haben wir so eine Gurke. Das ist so ziemlich dünn. Genau. Komisch aus. Du hast extra die Schieferbrücke heim gelassen, damit du nicht mit Schiefernahrung brauchst. Ne? Ralf? Hm? Das schlepper heim mit der Brücke, da brauchst du nicht mit Nahrung. Da schimpft der Mensch nicht. Du kannst noch der Mutter, weißt du. Da schimpft er egal bloß. Da lässt du aber einen Hammer heim, weißt du?
Lass schon mal den Hammer, lass schon mal die Brücke heben, da schimpft der Mensch nicht. Da hat er keinen Grund zum Schimpfen. Schluss. In meinen Lüften. Achso, nochmal die Linie kontrollieren. Ach Mirko, du hast gut. Ja, ich weiß. Halt den. Und den schönen Anleger halt sind. Nee, ich nehme noch ein kleines Millimeter schon weg. Ich bin ja in der Beziehung wieder pingelig. Wenn man pingelig ist, dann will man das alles ein bisschen. Lacht er mich aus? Astreine, wunderbarer Stich! Ja, Stich. Stich. Du hast einen Stich nicht gehört. Du mal eingefallen, bitte. Was denn? Höre auf jeden Einzelnen aus der Nachentasche zu nehmen. Es gibt draußen genug Internetpolizisten, die sehen das dann. Dann sagen die: Hier, guckt mal. Dann nimmt jeden noch ein Einzelnen. Weißt du, das muss doch nicht sein. Weißt du? Astreine, Mirko, wie immer gut. Danke, bitte. Halten wir den anderen nochmal drauf, weil ich sehen will, aber dass das schön, der Ansatz schön frei von Schmerz. Da quatscht ein Scheiße. Ja, lass mich doch mal meinen Scheiß quatschen. Oder lass mich schon mal einen Blechstoff halten. Man könnte das einfach drin noch, egal wie es aussieht. Keine Rübe machen, einfach hinklatschen. Den noch ein bisschen runternehmen, ein bisschen rüber genommen, dann haben wir drüber, dann haben wir drüber genommen. Aber das mache ich nicht. Bei mir muss schon der Ansatz geiler sein. Genau, der Doppelort muss hier aufliegen, hier kommt der andere hin, dass der Eintritt schön hochkommt hier an der Ecke. Den könnte ich eigentlich sogar noch ein bisschen ranholen hier, wa? Machen wir so hier, wa? Mirko, hör auf, Berlinerisch zu sprechen, du kannst das nicht. Ich kann das, das finde ich nicht in Ordnung, dass du so mit mir redest hier. Das macht man nicht, das geziemt sich nicht. Das gehört sich nicht. Bist du der Einzige, der, du denkst, oh, du bist der Einzige, der das kann hier, das kennen wir auch. Muss doch nicht sein, dass du hier so auf dem Pudding haust. Naja, das ist ja keine Absicht. Das mache ich von Natur aus gern. Das mache ich halt gern von Natur aus. Da oben ist mein Anhaltepunkt. Man kann so eine Schnur spannen. Das geht auch. Kann man machen, muss man aber nicht machen. Weißt du? So? Ja. Nicht das gut, wenn du das sagst. Oh, das sieht gut aus in den Schneefang. Oh, das hast du eine vergessen in der Mitte, hä? Ach nein, ist täuscht. Hast du den Bauernmensch mal gefragt, ob der hier Kupfer rein haben wollte? Es kann sein, dass der verzinkt haben wollte. Du. Da müssen wir mal fragen, du kannst nicht einfach hier die Kupferdinger einbauen. Alle zinkt rein, oder? Dann machen wir es, ja, das geht ja. Ja, jetzt wo du sagst. Ja, das geht auch, Rallye. Sehr
Bei 7 Uhr. Das geht. Passt schön. Das passt schön. Wenn ich dich brauche, rufst du. Gebärbockt. Das regnet nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Du willst mir bloß einen Tag versauen. Darum erzählst du sowas. Ich glaube das nicht. Nur weil du das jetzt sagst, glaube ich das nicht. Das ist unfair, mir sowas hier zu sagen. Machen wir es mal so, ja. Das tun wir gleich bei Schal wegklippen. Ja. Und denk dran, die Nägel nicht unter die Fußlinie des nächsten Gebindes setzen, wenn du jetzt die Fläche nagelst. Nicht unten immer lochen und dass dann der Nagel tiefer ist wie die nächste Fußlinie. Hey, sag's bloß. Weil da gibt es Internetpolizisten, die warten nur drauf und das müssen die dann erwähnen, weißt du? Weißt du, was ich meine? Alter! Zeig's dir dann nochmal. So beim Fußstein so. Bei den Decksteinen, bei den Deckschweinen. Ralf, wenn du eine Frage hast, eine fachliche, komm bitte nicht zu mir, ich habe keine Ahnung. Was? Nee, das geht wegen hier. Ach, das ist eine ganz alte. Das ist eine ganz alte Sache, weißt du? Das ist eine Sache, die ist schon älter. Weißt du? So ungefähr. So ungefähr meiner. Also über die Schneefangstütze komme ich schon mal schön drüber hier. Da freue ich mich schon ein bisschen. Einmal frei. Gleich. Wunderbar. Wunderbar, Mirko, wie immer gut. Du hast es drauf, Mirko, du hast es drauf, du gibst dir Mühe. Das ist nicht bloß, dass du dumm quatschst. Das ist so, was du in der Hand nimmst, das hat Hand und Fuß. Oh, das ist so lieb von dir, wenn du sowas sagst. Danke. Das ist wirklich lieb. Das ist echt lieb. So süß. Hör auf zu ningeln, Mensch. Nur weil ich jetzt mal was Schönes gesagt habe. Oh, das ist so schön. Schau, das ist selten, weißt du? Die meisten meckern bloß und du sagst dir was Schönes hier. Ja, man kann sich schon immer loben. Man kann nicht immer bloß den ganzen Tag schimpfen. Weißt du, man muss ja immer ein Lob aussprechen. Ja, das stimmt. Da hast du recht, ja. 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 So, jetzt ziehen wir mal hier die Fußlinie, hä? Ja. So muss der Anfang aussehen. Stichstein 1, 2 und dann der Fußstein. Da sollte hier vorne, der Fußstein sollte hier auslaufen an den Punkt. Damit das hier ein bisschen hochkommt. Weil wenn du dann hier Nässe hast und du kommst dann mit dem Endort, liegt der Endort schön hier hinten auf, weißt du? Wenn du jetzt hier ankommst, angenommen, dann. Hey, und du kommst dann mit dem Endort, dann hast du hier hinten drin der Luft. Mhm. Und du kannst da auch keinen Stich mehr da reinmachen. Und darum immer wichtig, dass man mit den Rücken von den Fußsteinen hier so ziemlich an der Kante ankommt. Hey? Machst du dann drüben auch so. Wenn es nicht klappt, Abzug. So! Ja, noch zwei Akkus hier oben? Eins ist im Radio, eins in der Flex. Eins hast du eingesteckt heimlich, hab ich gesehen. Das passt so gut bei Dewald. Ah, jetzt siehst du wieder auf andere Geräte schieben, oder was? Ja, ich schmeiß mein Dewald raus und hol mir mal wieder. Du altes Scherzgegen, ne? Du hast ja gerne mal einen kleinen Spruch auf Lager. Das war gut, oder? Das war gut. Keine Ahnung. Wir haben doch gestern hier Fallrohr gebaut, das hast du schon vergessen, ne? Ja. Alter, hey.
Ja, in der Zeit würde ich hier dann einen Tuschstein drauf nachholzen. In der Zeit decke ich den ganzen Fuß bis hinter. Hier rumgemähre, das geht viel schneller, das kann man viel schneller machen. Überdeckung ist A und O. Überdeckung ist das A und O. Das O und A. Ich schreie ja nicht so rum, dass die Leute hören. Na, wenn der aber liegt, du sollst nicht so rumschreien. Das ist ja noch hört, Mensch. Das ist ja noch hört, das kannst du nicht machen. Das geziemt sich nicht. Das ist lieb. Total lieb von dir. Wir sind schon um 11 Uhr wegen der Fasspreise. Oh, das ist fetter. Das ist fetter Binder, Alter. Das ist fett, ey. Das ist fett. Das ist fett und geil. Ein geiler, fetter Binder. So, jetzt machen wir schön dicken Deckstein. Deckstein, Deckstein, alles muss verdeckt sein. Das ist schön. Das ist kein LKW, das hat PKW-Zulassung. Finanzamt hat das, also nicht Finanzamt, wer macht das hier? Die Dingsbehörde. Die haben gesagt, das ist keine LKW-Zulassung, obwohl ich den als LKW-Zulassung gekauft habe. Nein, wurde abgelehnt, ein PKW. Und da habe ich dann so ein böses Wort gesagt. Also hier F-I-C-K. Habe ich dann gesagt, so, ja, F-I-C-K. Da bin ich. Da nehme ich dann okay Plattform mit. Weißt du? Das ist mir scheißegal. Wenn ich Wut habe. Wenn ich Wut habe auf Behörden. Ja, wenn ich das sehe, wie langsam du den Fuß hinbaust, in der Zeit. Oh, rutscht das. Das ist nämlich genau die Scheißstütze. Denk dran, dass du die Nägel. Weißt du? Denk immer dran, Mürgel. Hey. Du weißt, die gucken immer viele zu und die warten nur, bis du den Fehler machst. Also denk immer dran, hey. Ja, das machst du. Oh, guck mal, wie schön das liegt. Und warum liegt es so schön? Weil, jetzt kommt's, obwohl ich da Stützen drin habe, es liegt einfach schön, weil die Erfahrung da ist. Nee, es liegt schön, weil wir unten eine Leiste untergelegt haben und dadurch den Fuß ankippen. Wir erzeugen einen Knick in Leisten und dadurch sieht alles wunderbar aus. Von Beruf. So, genug geschmollt, genug angeguckt. Die Nägel dürfen nicht unter der Linie des nächsten Fußgebindes sein, das weißt du genau, Mürgel, und machst trotzdem wieder hier. Das ist ein Zentimeter unter der Linie, das darf nicht passieren. Da musst du aufpassen. Meldet sich dann wieder so ein Universal-Schieferdecker zu Wort und sagt dann, das war scheiße, das darfst du nicht machen.
Die warten bloß drauf, die warten bloß drauf. Du darfst denn kein Futter bieten, weißt du? Immer drauf achten. Ja, ich weiß, da passiert manchmal, weißt du? Manchmal passiert es. Das ist auch nicht böse gemeint, weißt du? Kann ich auch nicht machen, weil das sowieso stört, weißt du? Das ist nicht immer. Wenn man es noch sicherer haben will, kann man noch den Fuß von oben behauen. Habe ich auch schon gemacht. Ist aber Schwachsinn, wenn man genug Überdeckung gibt. Da kann man auch gleich das Geld nehmen und das Fenster rausschmeißen. So, da kann man nicht mal gucken, ob man jetzt was hört. Den Schiefer, der drauflegt. Da gucken wir mal. Hier, da liegt jetzt zwar, hey. Aber wenn man es richtig perfekt haben will, da guckt man mal, wo es stört. Da sehe ich hier oben, der Punkt stört. Jetzt nehme ich mein Messer. Nimm das Messer. Habe ich auch der hellen Klinge drin. Ich weiß, ob die das machen. Ich habe eigentlich immer die schwarzen Klingen. Machen wir hier ein bisschen von der Scholle was weg. Hier ist nämlich eine Scholle. Ich nenne das Scholle. In Fachkreisen wird das vielleicht auch anders genannt. Also in Fachkreisen der Bergbau, Schiefergruben, Technik. Sagen die vielleicht dann was anderes dazu, da sagen die vielleicht eine Scheibe oder Spellfläche oder was weiß ich, wie das heißt. Auf jeden Fall haben wir genug Überdeckung. Das liegt euch schon wesentlich besser, der Kollege. Also lassen wir den so liegen. Wichtig ist, dass wir hier mit der Ferse immer schön auf den Binder drauf gehen. Und den Fuß auch nicht zu klein machen. Ein großer Fuß. Scheiße. Das sagt man nicht mehr gut. Viele Überdeckung gegeben, da halt mit noch ein Loch da hin. Oh, jetzt geht's! Jetzt brauchen wir einen Dünndeckstein. Warum dünn? Weil wir hier einen Hochpunkt haben. Ja. So, jetzt sieht man nämlich das Problem, was ich schon gesagt habe. Ich habe mich schon immer gefragt, warum das bei dir immer alles so schön liegt. Aber jetzt sehe ich es. Ich sehe es, warum, weil du dir was einfallen lässt. Du hast nicht einfach den Schiefer drauf, du tust dir was einfallen lassen. So. Ich messe das immer ein bisschen ein. Weil ich muss am Fuß. Am Fuß auf Qualität achten, weil die Kollegen, wenn die dann oben nacheln, Schiefer decken, dann jammern die mit der Ohren voll. Eingehalten hier. Vorausgesetzt, der Schiefer so alles in bester Qualität. Also immer das gleiche Maß. Versuche es nochmal. Ich werde mal mit 19,5 versuchen zu decken. Ich habe ja vorhin gesehen, dass wir sowieso ein bisschen tiefer kommen. Da machen wir mal bis 19,5, da haben wir ein bisschen mehr Seitenüberdeckung. Mehr Seitenüberdeckung bedeutet mehr Sicherheit. Mehr Sicherheit bedeutet dichteres Dach. Wir wollen ja, dass das Dach auch wie die letzten 10 Jahre keine Mängel hat. Die letzten 10 Jahre Dach gab es nicht einen Mängel auf den Baustellen. Und das muss erstmal einer nachmachen. Aber das ist einfach so, weil wir das drauf haben. Und da können mich irgendwelche hier beschimpfen und machen, wie sie wollen. Das muss erstmal immer nachmachen. Ist ja bei meisten. Müssen sie mal hinfahren, weil irgendwas scheiße ist. Und das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Egal, was die anderen labern. Was die Schmachmaten einen so sagen. Ist egal. Ich mach mein Ding. Hier haben wir jetzt eine 11. Und hier haben wir eine 10, also einen Zentimeter tiefer. Gut, es verschiebt sich noch ein bisschen. Halt die Klappe dort oben, Mann. Ein Krach hier zum frühen Morgen. Theoretisch müsste jetzt ein kleines Rautschen lang. Rautschen.
Kleine Raute müsste lang. Ich hatte eigentlich immer, wir hatten glaube ich mit dem Außendienstler von Radcheck das so geklärt, dass wir immer einen schmalen. Ja, da reicht es hier nicht. Ja, weil ich ziemlich hoch jetzt angesetzt habe. Wir kommen ja dann ein Stück runter, dann reicht er. Von der Länge her wird er jetzt lang, aber in der Überdeckung, in der Höhenüberdeckung ist er mir jetzt hier persönlich ein bisschen zu klein. Dieses Pieps. Immer wenn man ein böses Wort sagt, kann man auch Pieps einsetzen. Das geht auch. Pieps. Oder so. Düt. Ja, oder sogar von Hochkant lang. Und von quer langt er auch. Jetzt gucken wir, wie die Richtung liegt, wie die Richtung ist. Dass der schön sich auf den Binder legt. Und dass er auch schön aussieht. Mach das nochmal! Muss schon ein bisschen rumdrehen. Mach das nochmal! Wunderbar, wunderbar, Mirko! Wie immer, beste Qualität. Ich habe nichts anderes erwartet von dir. Danke. Bitte. Die ganze Zeit hier mit meiner Spitze in den Dreck herum hier. In den Abfall. Oh, Licht, wie nett das Licht. Das ist so schön. Das macht mich so glücklich, wenn das so schön liegt. Aber wenn du weiter so rummehrst, dann schaffst du das nicht bis hinter. Ja, du, sag mal so. Was wird, das wird. Was nicht wird, das wird. Ah, ich muss ein bisschen was unterlegen. Ich bin doch ein bisschen zu sehr gefreut. Das kann ich nicht leiden, wenn ich die Folie kaputt mache. Muss ich dann mal noch ein bisschen Kleber drauf machen. Haben wir ja da. Ja, gut, wir zwei, ja. Ja, ist gut. Jo. So, jetzt fahren wir ein Binderli. Da kann auch was dicker sein. Das ist zwar jetzt auch einer hier, aber der ist ein bisschen dünner. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust, oder? Ja, der geht schon. So, jetzt machen wir uns unsere Seite. Deckbreite an. Deckbreite! 19,5. Sagt mir, los, wir geben 100 cm mehr. Das kann nicht wehtun, das kann nicht schaden. Das nimmt uns auch keiner übel. Mehr ist immer besser wie weniger. Und darum sage ich, so und so. Und da haben die anderen wieder gesagt, ja, das stimmt gar nicht, so und so, das ist falsch. Ja, da ist schön fett. Fett Lady. Mirko, was hast du denn? Mirko, was ist denn? Muss ich mal ein bisschen zusammenreißen. Du kannst nicht immer so die große Klappe haben. Weißt du? Ja, aber wenn schon, weißt du, wie ich meine? Ja, schön, aber das macht man nicht. Du darfst nicht denken, du bist ja der Beste, den es gibt, weißt du? Andere kennt das auch. Ja, ich weiß schon. Aber du musst mich da immer verstehen. Weißt du? Weißt du? Ich brauche mal einen Lern-Emo hier. Ralf! Und der Mauer haben wieder Bier getrunken hier. Oh, ey, während der Arbeitszeit, ey. Warte mal, dann kannst du gleich den Emo nehmen.
Das darf er nicht machen. Muss ich den Maurer nicht nochmal sagen. Also die Baustelle hat Alkohol nichts zu suchen. Aber die Maurer, das nimmt so. Die Maurer wird ihre Bierflaschen hier liegen lassen. Du. Ich tue die mal ein bisschen abdecken. Die Maurer haben die Bierflaschen wieder liegen lassen. Oder wohnt hier? Kann es sein, dass die Dings waren hier, die Zimmerleute. Bei uns auf dem Dach gibt es das nicht. Aber die anderen Branchen, die machen das, was sie wollen. Das ist nicht gut. Das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Eine Fasspreise kann man trinken: Himbeer, Waldmeister, Orange, Zitrone. Es gibt ja verschiedene Geschmacksrichtungen. Hat keiner was dagegen, da schimpft doch keiner. Da sagen die Menschen hier, guck mal hin. Das sind ordentliche Menschen. Aber nicht hier mit Alkohol, das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Das gehört sich nicht. Schöne Stichsteine, freue ich mich. Stichsteine ist immer gut. Eigentlich, wenn man immer das gleiche Deckbild hat, das habe ich ja in Erzgebirge letztens schon gesagt, könnte man sich die Binder fertig machen, die Fußsteine Schablonen machen und drauf ein, weil es ist immer das gleiche. Und da sagt man dann, Mensch, hier guck mal, das ist immer das gleiche. Kannst du nicht viel falsch machen. Weißt du? Jetzt hat er schon wieder den Nachloch hier. Du bist einen halben Zentimeter tiefer wie die rote Schnur. Du musst mal drauf achten, Mann. Du weißt, wie das wieder endet. Wenn die Nichtskönner aus dem Loch gekrochen kommen und dann Fehler suchen, weißt du wieder, wie das endet. Du regst dich dann wieder auf und so. Ja, ich weiß auch nicht. Das passiert nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr so, weißt du. Pass auf, da machen wir gleich Silikon drauf. Man müsste mal deine Dichtungsgummis erfinden. Kleine Dichtungsscheiben, die man jetzt so drauf legt. Wie beim Velux-Fenster von der Rollläden. Da gibt es doch die kleinen Klebepads. Und die könnte man hier drauf legen. Das werde ich erfinden. Da liegt. Da liegt immer bei dir, ha? Oh, da liegt. Und die Überdeckung so eingehalten. Und vor allen Dingen, diesmal hast du das so gemacht, dass das Nachloch hier, dass du nicht nochmal nachlochen musst, hey? Hast du diesmal ein bisschen drauf geachtet, oder was? Ja. Und hast du einen dicken genommen? Ja. Schön genommen. Für mich ist das Wichtigste, dass Fuß so wie hier ununterbrochen eingedeckt wird, kein Unterdeckfläche irgendwo reingebaut. Ich finde das so hässlich, wenn man den Fuß, da brauchen wir kein Fußdecken, da kann man gleich sagen, wir spitzen aus oder ein, je nachdem, wie man es nennt. Oh, Mirko, Astrene 19,5 ist genau das richtige Maß bei den Schiefern. Hier, und habe ich hier einen dünnen gewählt, weil der hier vor den dicken kommt. Oh Mirko, das ist so geil. Oh, 19,5 ist schon bald mit dem Nachloch ein bisschen knapp hier oben. He? Das ist schon bald die Kotzgrenze. Wenn man den ordentlichen Fersenversatz machen will, das ist schon bald die Kotzgrenze. Haben sie ein bisschen weit vorne gelocht. Ratschek! Das ist ein bisschen zu weit vorne gelocht, finde ich. Das ist meine Meinung. Weil die 19,5 brauchst du schon hier. Ist doch nicht dabei, hier ein bisschen schiefer nageln. Wir können den aufgelegten Ort machen, das ist einfacher. Brauchst du bloß bis rausdecken und dann deckst du einfach eine Reihe höher, fertig. Nein, das machst du nicht. Aber könntest du machen? Nein, das machst du aber nicht. Jetzt haben wir den dicken hier vom Ort. Oh, hier fällt die Ecke ein bisschen in die Spitze. Das ist aber egal.
sonst guckt sich weg. Jetzt schnorre ich den jetzt einfach mal so hin. Und dann messe ich mal, ob ich die 19,5 getroffen habe. Das ist geschuldet, der Euro sieht das eigentlich. So, ich möchte mal langsam einen anderen Dachhaken einbauen hier. Ja, nee, haben noch ein bisschen Zeit. Alles gut. Ja, so. Der Fuß ist angesetzt. Der Anfang ist gemacht. Steil ist es. Überdeckung ist reichlich da. Überdeckung ist reichlich da. Steil angesetzt ist es. Es liegt gut. Es ist nicht unterbrochen. Ordentliches Fußgebinde. So wie es im Lehrbuch zu finden ist. Beste Style-Dachqualität, wie immer. Fette Stützen, die nicht auf den Schiefer drücken. Austrainer. Ja, man muss sich selber ab und zu mal loben, wenn es keiner macht. Das kommt immer gut. Ja, der Ralf macht schon, der versucht, der hat halt jetzt auch nicht so die Ordnung, dass er halt sagen könnte, hast du geil gemacht, weißt du? Dass auch dann, wie gesagt, hat er die Brücke vergessen beim Schieferdecken. So ich dann sage, Mensch, hast du die Brücke vergessen? Normalerweise müsst ihr zur Strafe jetzt mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn oder was weiß ich, was hier in Berlin für Dinger rumfahren, müsst ihr einen Dachdecker einkaufen und sich eine neue Brücke holen. Unentgeltlich natürlich. Also, da kann es losfahren und die Zeit hängen wir heute Abend dran. Da ist er dann nach 2 Stunden wieder hier. Weil das Auto kriegt er nicht. Weißt du? Das ist meine Meinung. Weil ich bin, in der Beziehung bin ich dann auch ein bisschen, wo ich sage, Leute, nicht mit mir. Ist immer noch zu klein. Ist immer noch zu klein. Dann mache ich mal den Binder fertig und richte mal ein. Richt euch. Augen geradeaus zur Meldung. Die Augen links. Zur Meldung. Die Augen links. Ja. Angemeldet. Mirko, ja. Mirko, was hast du denn? War's schiefer, Junge? Nimm den Schiefer, leg ihn an. Nanu, wo bist denn du jetzt dran? Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Richtung haben wir. Zentimeter drauf. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob wir recht tiefer an die Treife runterkommen. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Zähne. Sieht dann schon gut aus. Nimmt sich nicht viel. Was hast du denn? Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich muss später ins Bett. Oh. Ja, also dorthin gehen wir. Also Fuß stehen bis hier hin. Legen wir es noch beiseite, den Kollegen. Da brauchen wir noch mal einen großen. Alter, nützt nichts. Wir wollen ja, dass die Überdeckung gewährleistet ist. Schöne Rauten, muss ich sagen. Also die Rauten sind von der Qualität her gut. Klingt ganz gut. Mal wieder auf Hochkant nehmen. Wie gerade eben. Reicht er da? Ja, da drehen wir mal rum. Dann reicht er. Malenki.
Malenki, na 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 na. Malenki, Malenki. Und schon reicht doch. Kann man ruhig schön hochgehen hier. Da brauchst du nämlich nicht unterlegen, wie für uns gerade eben. Und dann gehen wir hier so runter. Malenki, Malenki, das heißt auf Deutsch klein. Malenki, Malenki, kann doch gar nicht sein. Olle! Zu spät, zu spät. Schön hochgehen, schön Überdeckung geben. Da kann ja immer Schnee unter dem Schnee verliegen. Und es läuft nicht gleich rein. Da, da! Kakadu! Oh Kakadu, was sagst denn du dazu? Kakadu, ja, was sagst denn du dazu? Oh Kakadu, was sagst denn du dazu? Oh Kakadu, was sagst denn du dazu? Hey! Ich habe übrigens unsere Roland-Kaiser-Karten zurückgegeben, oder wir geben die jetzt gerade zurück. Das Konzert wurde ja verschoben seit einem Jahr durch das Corona-Dings da unten. Und ich als Ungeimpfter und Systemfeind, Deserteur, hätte zwar zu dem Konzert gehen können, aber meine Platzkarte, die ich vorne an der Bühne direkt hatte, diese ist für Ungeimpfte nicht mehr zugänglich. Du musst geimpft sein oder genesen. Dann darfst du diese Karte, hätte ich die umtauschen können. Und darauf habe ich auch keinen Bock. Dann sage ich Roland Kaiser, steck dir deine Karte sonst wohin. Gib mir meine Kohle zurück, Junge. So ist der Werdegang. Wurde nicht mehr hingegangen zu den Spinner. Ganz einfach. Ich komm nicht ran hier, ich komm nicht ran. Ganz feine Sache, ganz feine Sache, Mirko.
So, dann müssen wir schon mal alles schnüren hier. Ich hätte eine schöne Nachkiste hätte, dann müsste ich jedes Mal die scheiß Nachkiste fassen. Aber hab ich nicht. Wurde umgehauen von Hund. So, da können wir einen Schlanner einsetzen. Ne? Astrainer. Also ich tue mich immer gerne selber hinstellen kurz hier, wenn ich dann wieder Gebinde fertig habe und gucke ich erstmal so und da sage ich, Mensch, das Astrainer hier sieht gut aus oder sieht nicht gut aus oder sagt dann, das könnte man ein bisschen verändern, anpassen. Ich muss auf jeden Fall versuchen, das Bild bis hinter zu halten. Das kann man ein bisschen justieren, indem man die Gebindesteigung noch leicht nochmal verändert, hier unten. Wenn ich jetzt merke, das wird nur ein paar Millimeter kleiner, der Abstand hier. Ne? Dann drehe ich einfach das Gebinde ein bisschen rum, da gebe ich hinten ein bisschen mehr Überdeckung, leicht. Da wäre ich zwar was flacher, ist ja nicht viel, da reicht schon einen Zentimeter auf die Länge zu. Und dadurch habe ich gleich einen ordentlichen Fuß. Das ist, hier wäre es jetzt eigentlich egal, bloß ich finde es jetzt scheiße, wenn ich jetzt irgendwann immer größer wäre und ich habe dann bloß noch einen Deckstein, dann fange ich wieder groß an, das sieht blöd aus. Und wenn ich aber das so versuche zu halten, ich kann es ja jetzt so ziemlich halten, ein bisschen habe ich das schon verändert durch das, dann zieht einfach der Fuß gleichmäßig bis rüber aus und das kann man sich alles errechnen. Bei Dächern, wo keiner drauf gucken kann, ist eh scheißegal. Aber ich mache ja gerne Fotos und Videos und dadurch will ich das alles perfekt haben. Und wenn man aber mal eine Garage macht oder ein Überdach, wo man drauf guckt direkt, dann sollte man schon den Fuß ein bisschen so gestalten, dass er ein ordentliches Bild gibt und nicht, dass er hier irgendwo abdriftet. Und also das habe ich schon immer auch drauf gemacht. Wie gesagt, wenn man jetzt, mich haben ja vorhin so welche gefragt, warum wir die Schneefangstützen nicht auf Unterdeckfläche stecken. Ich finde es hässlich, wenn mein Fuß unterbrochen wird, meine Fußsteine oder meine Decksteine oder mein Fußgebinde, wenn das mit irgendwelchen Flächen und dann tust du irgendwas zusammenspitzen und machen und heröffnen. Hat das da lieber so. Und wie gesagt, man muss bloß Sicherheit gewährleisten. Das heißt, der Schnee darf nicht meinen Schiefer zu drücken. Also die Stützen dürfen nicht meinen Schiefer zu drücken. Das muss man darauf achten. Ich habe ja schon mal als Subunternehmer in anderen Firmen gearbeitet. Die haben dann halt zwei Reparaturgebinde durchgenagelt, eins unten, dann die Bleche draufgelegt und das zweite Reparaturgebinde dran gespitzt und dann den Fuß angesetzt. Das geht auch, ist aber auch nicht, findest du auch nirgends, dass man zwei Reparaturgebinde durchnagelt.
Dann habe ich schon gesehen, dass das Reparaturgebinde unterbrochen wurde hier. Da wurde jetzt praktisch das Blech aufs Taufblech gelegt. Geht auch, könnte man auch machen, dass man praktisch jetzt hier das Unterdeckblech hinmacht. Und man deckt links und rechts das Reparaturgebinde dran. Wäre ja, ohne Möglichkeit. Müsste man vielleicht immer probieren. Ist auf jeden Fall auch sicher. Würde vielleicht auch nicht schlimm aussehen. Kann man mal irgendwann probieren, das mal, wie es aussieht. Aber ansonsten bleibt das jetzt hier erstmal so. Weil wie gesagt, mein Projekt, mein Wille geschehe. Das ist meine Meinung. Gut Leute, ich klicke jetzt erstmal die Kamera aus, weil ich gehe jetzt zum Ralf vor. Wir haben Bauberatung, ist immer um die Zeit. Und bis dann später, wenn es wieder heißt, sei live dabei bei Styledach, bei Styledach Livestreams. Und grüßt mir die Freunde, wer jetzt gerade Mittag macht oder Pause macht, lasst es schmecken. Wer das erste Mal dabei ist, erschreckt mich durch meine Sprache, das ist Sächsisch. Sächsisch ist eine geile Sprache, ist eine der ältesten Sprachen in Deutschland oder im Großdeutschen Reich oder davor schon. Also ich verstecke mich mit der Sprache nicht, ich bin stolz drauf, weil ich kann Hochdeutsch nicht leiden, das ist mir zu hoch. Da lieber schön Sächsisch, Sächsisch köstlich. Und dann klappt es mit der Nachbarin oder Nachbarn halt. Rally, wie sieht's denn aus bei dir? Immer gut. Machen wir erstmal Bauberatung. Das ist gut. Du musst den Schuldschein noch schauen, ey. Denk dran, sag's bloß. Na, der soll erst anputzen, ja. Gut, Leute, haut rein!